So. Das ist irgendwie gemein. Was denn, Minas, ne oldu? Aleykümselam, nasılsın? Siehst das? Hey Arnold, was sagst du zum Game Pacify? Ich glaube, wir haben das mal gespielt, Bruder. Ich will nicht lügen. I don't know. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir das schon mal gespielt. Ohne Chadix wären wir in tiefen Orten. Ja, aber er ist nicht da. Mit Chadix wären wir auch viel, viel weiter. Aber er muss halt kochen für uns. Er ist Landwirt bei uns. Landwirtschaft. So, neues Spiel. Horror Story, Hello Seed. Herzlich willkommen an alle, die da sind. Holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken. Wird vorschlagen, wir fangen an. Ich konnte Grafik anscheinend nicht ändern, obwohl ich Benutzereinstellungen auf niedrig gemacht habe, mittel gemacht habe. Ändert sich gar nichts. Das Spiel bietet eine Kombination der besten Spiele von niedrig bis ultra. Es ist jedoch auf die minimalen Spielanforderungen beschränkt. Sekreti Allah. Sağ olasın. Eyvallah, şükür, siz sormalı. Melih. Biz de işte uğraşıyoruz burada hayat. Uns geht's auch gut. Allah'a şükür. Anscheinend. Jay, it's disgusting. It's not funny. My turn. My turn. Let me tell you a really, really creepy story. Yes. Go ahead. Go ahead. It's funny. Seriously? Now? You guys are what? Kids? This forest is already creepy. No. You'll love it. Go, go, go. Hallow Seed, a city of few people. Okay. You'll tell a story about this city? It's damned here. You know it's damned. I want to go home. I want to go home. Do you believe in fairy tales then? Fuck you, asshole. Gibt's auch Bilder dazu? Okay, I'll tell the story. Ich meine, er hat frei geredet, aber er hat kein. Can I go ahead? Aber nur kurz, nur Okay, go, go. They tell that all the parents were murdered. And that the children just disappeared. What the fuck is happening to me? Intro. So, some Jugendliche waren an der kleinen Campfire und einer wollte eine Geschichte erzählen. Und dann, während er geredet hat, hat er What did I drink? What is this was im place? Rachen bekommen. How did I get here? Boah, es ist so ein Blinzelgame. Welcome to the family, son. So. Burak, vielen lieben Dank für dein Follow, Bruder. Und herzlich willkommen. So. Tamam. 3200 DP, er ist immer noch langsam. Wunder, ne? Ich habe kein Flashlight, es ist dunkel, ich kann mich nicht ducken, oder auch ducken kann ich. Rennen kann ich nicht, springen kann ich nicht. Okay, wir sind in einer fucking Mine. Anscheinend Mine, Mensch. Anscheinend wir sind in kleinen Mine, Mensch. Too dark. I need to find something to light the way. Aha, da hinten. Oder? Kerze. Matchbox. 6 Stück mitgenommen. Nur ein paar Streichhölzer. Es ist besser, sie nicht schnell zu verwenden. Darum. Licht, wenn es Licht braucht. Dunkel, wenn es nötig ist. Okay. Anscheinend Lügner. Anane. Oh nein. Wir haben eins schon verbraucht. Anscheinend rennen wir.
Okay. Es ist ziemlich dunkel, Digga, aber anders dunkel. Gibt es hier eine Kerze, die ich anzünden kann? Er sagt nur, es ist zu dark. Links oben, oder? Kann man das anzünden? Da vorne ist eine Kerze. Jetzt. Ja, brauche ich das? Nee, oder? Anscheinend, ich muss erst Licht anmachen. Jetzt. How did I get locked down here? Ja, ich weiß es nicht. The snail is easier to remove. Mach mal weg jetzt. Nägel. Oh mein Gott, nervtötend. Oh mein Goodness. Wald sein, andere Wald. It's so weird. I can't remember anything after the campfire. Oh my God. Where are my friends? Jay? Anna? Leck ein bisschen. Is someone there? Hey? Anybody? Anscheinend, wir rennen jetzt. Nein, alles flüssig war, ja? Wichtig. You'll tell a story about this city? It's damned here. You know it's damned. I want to go home. Tövbe yarabbim. Ne oldu lan? Okay, anscheinend erinnern wir uns langsam an das, was letzte Nacht geschehen ist. Allah şükür atacan. Wieso ist mir kein Bruder jetzt? Es geht. Es geht immer besser, es geht immer schlimmer. So, wir gehen mal durch den Wald. Searchen nach etwas Brauchbarem. Ist das so ein Hide and Seek, so ein Run Hide and Seek Game? Oder? Damn, what is going on here? Ist alles, sieht immer aus, als ob da jemand steht, gell? Gut, noch kann ich mir nichts vorstellen. Ich finde die Atmosphäre besser als bei Blair Witch Project. Bin ich ehrlich. Ah, endlich Auto. No signal. I can at least use the phone's flashlight. I've got this Akku. I couldn't have been out that long. Okay. 3 Stunden. Jay's guitar. Nimm das mit, Walla Waffe. Was? Anana. Wie wichtig ist Flashlight jetzt im Moment? Jetzt im Augenblick? Und hat das Akku? Das wird mir nicht angezeigt. Also wahrscheinlich für immer. Oh nein. Das erinnert mich an Blair Witch Project. Hallo? Creepy. Ja. Creepy. Genau das. Anscheinend da wackelt was. Raschelt. Ich komme hier nicht durch. Also muss ich zurück oder was?
Woher kommt dieses Radio-Signal? Es hat keine Border. Oh mein goodness, das ist gut. Das ist gut gemacht. Rutschkin! Oh mein goodness. And his driver's license. What? Why would she leave it here? Nimm mit, Borg. Nimm mit, Borg. Hoppa, du Reset gemacht. Ich hab grad Jumpscare bekommen, Digga. Falls ihr es nicht gemerkt habt, ja, ne? Es liegt im Bereich des Möglichen, dass ich theoretisch gesehen kurz zusammengezuckt bin, weil es halt ein bisschen kühl ist hier. Ja. Aber hier kann ich nicht durch. That's the 100% for sure. What's the upstairs in the mountain hier oben? Ich hab's nicht genau gesehen, ja? Habt ihr irgendwie gesehen, wie das Ding, wie das etwas aus, also wie es aussah? Wahrscheinlich so eine Maske hat er angehabt, ne? Okay, hier kann ich auch nicht durch. Ach so, Reflexion. Up to the ceiling, down to the floor. War eine Silhouette, glaube ich. Es sah schon aus wie so ein Typ mit einer Ziegenmaske, oder? Also so ein, ne? Dude with the helm. With the horns. Ich hab erfahren. Oh my gosh. Hello, Jay? Is that you? Anna? What's going on? Scheint, wir haben keinen Empfang. What's the water go on? Was? Ja, ne, ne. Wir haben keinen Empfang. Schon wieder. What's wrong with this phone? Jemand schreit. Muss ich da hin jetzt? Tamam bacım geliyorum. Schreit jemand oder pfeift jemand? Jay? Anna! Where are you guys? Adam kim? Is anybody in there? Run, Digga. Run, Mutter, Digga, run. Weg von hier, Mutter. Oh, my goodness. Resident Evil vibes. Down to the ceiling, up to the floor sein. With the nightmares to the rooftop. Krankheit. Ich krieg Schmerzen. Ich kann das nicht verschieben, ey. Ja, anscheinend 3 Jahre verschieben. Mit 2 Reifen. Ich kick doch einfach weg, Muruk. Samurikyu. Anscheinend Match ist wichtig. Screwdriver. Sehr schön. Ich kann Autobatterie jetzt weg ausmachen, reinmachen. Oh! Kannst du ein bisschen langsamer machen, oder? Wie ist denn das, eh? Leo, kannst du ein bisschen 2-3 Gänge zurückschalten, oder? Ist das im Bereich des Möglichen, oder wie ist das? Ich hab gerade 360 gemacht. Ja, dann schraub doch die Dinge ab, oder sind das Nägel? Auch wenn es Nägel sind, kann ich die nicht mit Screwdriver wegmachen. Das Doppelfuß kippt mich immer. Wichtig. Help me! Huh? Help me! Gelium, oh, no. Anna! Don't leave me here!
Bruder, ja. Anna, budge mich, komm. Anna, ich glaube, ich komme doch nicht. Anna, ich würde schon gern kommen. Aber die Situation ist ein bisschen kompliziert. Ich brauche noch etwas, um es freizuschalten. Okay. Oder? Da kann ich nicht hoch. Ich kann nicht mal hoch. Nimm den Hammer am Eingang. Ah, Hammer. Da ist ein Hammer gewesen. Wo ist dein Hammer, Bro? Ali Hammer nerede? Ali, wo ist ein Hammer? Da, warte, kann ich hier rein? Ich kann hier rein. Was ist hier? Salam alaikum. Ich nehme ein Fahrrad. Uff, Kadrell. Vielen lieben Dank für dein Sub, Bruder. Klappe das. Dankeschön für deinen Sub. Vielen lieben Dank für deinen Support. Danke sehr. Ich sollte das verschieben. Dann kann ich hier durch. Aber wie soll ich das verschieben? Ach so. Hey, wait! What the hell? Moruk, wieso macht ihr sowas? Sollte ich das jetzt anmachen? Oder erst später? I don't know, ich mach's gar nicht an. Ich will Matches sparen. Streichhölzer sind echt randys im Game. Anna, hilf mir dir, Bahardir. Oder der Eingang des Schlagkammer, warte. Ob man den. Ach so, das ist ein Besen, Bruder. Jetzt. Das ist kein Schlaghammer, das ist ein Besen. Bin. Wie sicher sind wir uns, dass Anna nicht drin ist? Ja, ne, ich bin mir zu 99,9% sicher, dass Anna Safecall nicht hier drin ist. Ja, ne, niemals. Und da wackelt schon der Schaukelstuhl. Anscheinend, wir wurden begrüßt. Salam alaikum. Meine Absichten sind gut. Oh, Ghost. Oh, my goodness. Oh, Ghost. Could we handle this? Could we sit down under the table and we are talking? Licht, wenn Licht, tamam anladım. Kurz bedingt, Otrak, wie konuşak, Digga, erzähl. Tamam, Moruk, Licht, wenn Licht, Digga. Spielen, um zu retten. Play, save. Meint er mit safe speichern? Schon wieder so ein Game. Er hat gespeichert. Was? Oh mein Goodness. Wallah, du hast dich auch erschreckt. Ich schwör auf alles, du hast dich auch erschreckt. Sei ehrlich, du hast dich auch erschreckt.
100% durch euch redet. Kannst du mir nix sagen. Nix. Ach, Kodumon, Digga. 100%. Oh mein Goodness. Ja, ja, Moruk, ich hab alles erwartet. Anscheinend Bleichmittel und Mob für sauber machen. Anscheinend kleine Badewanne. Ja? Rechte Maustaste trinken, verdammt. Es gibt hier ein Bad. Oh, ich muss mich hier verstecken, verdammt. Bestimmt so Filme. Ich ahne es. Ich ahne nichts Gutes, Leute. Ich weiß nicht, ob ich weiterspielen soll. Hey, hey. A ghost, what is your name? What is your name? Tell me. Dann. Ja, du kannst so oft, kannst noch so oft klopfen, wie du willst. Juckt mich gar nicht. Anna! Ich bin oben in der Raum. Wenn du kommen willst, komm ich schon her. Wenn nicht, ja, ich will. Rinderhälfte, Land. Seit wann bist du wieder da, Bro? Servus. Klopp, klopp. Übt mich nicht. Scheiße, ich muss dahin. Aber okay, es ist sinnvoll. Das ist sinnvoll gemacht, weil sie hat ja geschrien. Deswegen geht unser Charakter davon aus, dass Anna irgendwo ist. Das ist krass gemacht. Oh mein Gott. Who's out there? Super Stimme, nur da hinten, ey. Bleib da drin. Bleib da drin. Komm nicht hier drüben, ey. Ich bin immer da, wo ich bin, Okan. Wo ich mit dem Rücken rückwärts sitze, du weißt doch. Und bleib da drüben, oder? Gar kein Zeit. Alles super, Chance abgeliefert. Bajim, sehr gut, euer Ding. Von mir kriegst du ein klares Ja. Komm ich in die nächste Runde. Aber ich würde das gerne wann anders settlen, wann anders klären, weil ich habe da echt keine Lust drauf. Wenn wir das kurz Dings, ich speichere. Ja, gespeichert. Goldene Buzzer hat der bekommen. Bruder, hier ist keine Ahnung, können wir wieder gehen? Wie ist denn das? Roger, der wackelt immer noch.
Oh. Oh, kein gutes Zeichen. Jak. Oh shit. Das ist echt nicht cool. Schon wieder Stromprobleme hier. Wallah, die haben's. Ich weiß, es ist nicht einfach, heutzutage Stromrechnung fallen und so. Aber wenn ihr schon, Ding, was ist für eine Glühbirne, Digga? Kleiner als mein. Nee. Der ist schon nicht groß. Nein, das ist doch, Mann, das ist eine riesen Glühbirne, Hat doch wahrscheinlich sein Charakter, ist auch super, überdurchschnittlich riesig. Der hat auch bestimmt einen super Charakter, das Ding. Riesending. Gerät, Alter, Wallah. Noch nie gesehen sowas. Heftiges Teil. Sie kennen dann wer? Scheint wie Feines zu singen. Leute. Oh, einfach Korn mitnehmen, fertig. Das ist einfach Cheatcode bei sowas. Inshallah. We have the key. Schade, alle gerne eigentlich, aber er nimmt nicht mit. Gut, aber was würde auch ein Messer helfen in so einer Situation? Ich denke, in so einer Situation würde Messer auch nicht viel bringen. Klar, man wird sich vielleicht safe fühlen mit dem Messer. Das war doch ein Magazin. Ich habe so das Gefühl, dass gleich so ein dicker, fetter Jumpscare kommt wieder. Die Sache ist halt die, ich habe jetzt einen Schlüssel. Und ich weiß nicht, anscheinend hier auch nicht, ob ich was anderes drücken muss, außer linke Maustaste, weil er versucht, die Tür aufzumachen, ne? Frage ist jetzt, ob er den Schlüssel automatisch benutzt oder nicht. Ich gehe noch mal alle Türen durch. Okay, definitiv nicht hier, definitiv nicht hier. Vielleicht das? Auch nicht, okay. Was, wenn es nicht zu einer Tür gehört? Und jump down. Ja, Digga, ja. Ich hätte Knacks sehen müssen. Wir gehen wieder hoch. Weiße Blatt, Corona und
Und die halten 1,5 Meter Corona-Sicherheitsabstand, so ein Ding ist das. Inshallah, Bro. Inshallah, inshallah. Zu? Zu. Okay. Kapi kapatırsan amına koyarım jetzt. Wieder zu. Vielleicht ist das das Haupt... Vielleicht ist da ist der Schlüssel, welches wir jetzt haben, der Hauptschlüssel für die Haupttür. Anscheinend, wir kommen hier rein. Konnten wir da... Wir haben den Schlüssel benutzt. Der Schlüssel ist nicht mehr in unserem Inventarform. Das bedeutet... Läuft draußen jemand? Finde eine heilige Bibel. Genau. 666 DC, anscheinend Discord. Find the Book of God. Da haben wir aber wo? Da. Oder? Nein. It is not the God of Paul, Book of God. Okay, wir brauchen eine Bibel. Ah, fuck. Ich habe nicht mal meinen Akku angeschlossen, deswegen ladet mein Handy nicht. Wait. Sinn, Digga. Verzeiht. Versucht zu unterscheiden, ob das Geräusch das gleiche Geräusch ist oder rennt jemand durch die Wohnung und versucht Tür aufzumachen. Ich zweifle stark, dass wir alleine sind. Hat die Situation beruhigt? Ja, dieser fucking Schlüssel kann zu jeder Tür führen jetzt. So, I don't know. Nicht einfach einen Hauptschlüssel finden und nach Hause gehen? Wo soll ich jetzt eine Bibel finden? Oh nein! Was war das? Thank you.
Danke für deinen Witz. Allah Jesus. Where is the Bible, Digga? Ist die hier drinnen vielleicht? Hat sie die versteckt oder mitgenommen? Digga, das Spiel ist schon cool. Oh, hier kommen wir durch. Bibel. Nein, das sieht nicht aus wie eine Bibel. Das sieht gar nicht aus wie eine Bibel. Fuck. I have to get out of here. Ja, ich weiß, Bruder. Aber wie? Wie kommen wir hier raus? Wir müssen zusammenhalten. Simon. Es sollte dich beschützen, während du hier bist. Wie soll es mich beschützen, während ich hier bin? Was meinst du damit? Es sollte mich beschützen, während ich hier bin. Ich habe hier kein Inventar. Aber ich habe es dabei, gehe ich von aus. Mensch, das Feuer. Keine Ahnung. So. Also wir haben nichts gemacht. Also wir haben dich ja nicht gemeldet oder so, weißt du, ich meine? What the fuck is happening to me? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Also das Spiel ist teilweise sehr gut gemacht und teilweise ein bisschen verschickt. Weil das Problem ist, welches ich nun habe, viele Jumpscares sind gut gemacht, weil ich werde, also meine Cam rotiert automatisch. Es ist nicht etwas, was hier chillt, sondern meine Cam wird automatisch rotiert. Also mitgenommen. Und man erwartet es einfach nicht. So, aber auch vieles, zum Beispiel wie gerade, ich höre einfach nur Sound und es passiert nichts. Klar, es muss nicht alles Horror sein, natürlich. Aber ich würde gerne den Hintergrund verstehen, was jetzt hier Sache ist. Ne? Können wir mal Tacheles reden, liebe Kasbons. Kasbons. Ich würde gerne nachvollziehen können, was das Problem ist. Wir saßen am Lagerfeuer. Oh, Match ist wichtig. Wir saßen am Lagerfeuer, haben eine Geschichte erzählt und plötzlich wurden wir entführt oder umgenockt und wurden getrennt von unserer Gruppe. Es handelt sich um Übernatürliches und Geister, nicht um ein menschliches Individuum. Was ich auch nachvollziehen kann, auch kein Problem. Aber ein paar Sachen sind gut gelöst und bei den anderen bin ich noch ein bisschen fraglich. Atmosphäre ist cool. Langsam erdrückt mich das Ganze hier aber. Also es baut auf und dann verliert es wieder an Spannung. Zum Beispiel jetzt ist so ein Moment, wo ich einfach nur wieder dumm rumlaufe und keinen roten Faden habe. Das hätte ich geändert.
Das wiederum ist cool gewesen, aber es passiert nichts. Ja, ich hab Bibel, Morok, was? Injil, was? Diesmal habe ich geguckt. Hä, danke schön. So, vielen lieben Dank, dass ihr die Tür geöffnet habt. Oh, nein, nein, nein. Lüge. Lüge, irgendwas anderes. Okay. Okay. Sind meine Freunde hier? Wer bist du? Warum bin ich hier? Was sollen wir fragen? Ihr seht selber, was wir fragen können. Eins, zwei oder drei. Macht einen Poll bitte. Mich würde persönlich interessieren, warum wir hier sind. Scheiß mal auf meine Freunde und scheiß mal auf, wer bist du. Weil es sind obvious mehr als nur eine Person. Da gehe ich von aus. Drei, oder? Warum bin ich hier? Was sagt ihr? Anscheinend, ihr seid gar nichts. Okay, doch, drei. Okay, drei. Welcome to the family, son. Sei Dank für dein volles Herzlich Willkommen. Drei. Warum bin ich hier? Oder? Du solltest richtige Fragen stellen. Okay, ich habe falsch gefragt. Okay, anders. Bist du da? Salam alaikum. So. Okay, ich muss das allein lösen. Ich muss logische Fragen stellen, die... Okay. Wie heißt du? Ist irrelevant. Wer ist da draußen? Er wird wahrscheinlich antworten, Evil. Du lebst? Fragezeichen. No. Alles klar, er ist tot. Das ist schon... Oh, krass. Was ist das hier für ein Ort? Wie heißt du? Kann ich meine Freunde retten? Komm, wie heißt du? Heide, komm, sag. Y? Anscheinend nichts. Anscheinend T. D. I. E. J. J. D. J. D. Hä? Y. O. T. J. J. D. J. D. J. D. Judai. Sag Judai. Das ist gerade um. Wer bist du? Was, Judai? Wer bist du dann? Du sollst richtig Fragen stellen. Tamon. Bist du da? No. Ja, Skeller, komm doch. Ich hab Injil. Wer redet? Wer bist du? Wie heißt? Wer redet da? Sag mal. Wir haben falsch Fragen gestellt. Wir hätten fragen sollen, kann ich meine Freunde retten? A secret room? Oh mein Gott. What kind of people live here? I don't know, bra, aber not good people. I have a bad feeling. Ich habe da ein this. Ganz mieses Gefühl. Oh mein Gott. Oh nein, was? Ich kann das nicht mehr richtig. Oh, ich triggert mich so krass gerade. So jetzt. Oh. Ein scheinend Buch. Scheinend Sekte. Hier wurde was ganz Böses beschworen oder angebetet. I don't know, Digga. Ich würde gern echt richtige Fragen stellen. Oder wenn du Nobody bist, wieso, wieso, was habe ich dann zu tun mit dir? Okay. Ich komme hier anscheinend nicht raus. So, wie komme ich hier raus? Ah, noch ein Buch. Mit dem Engel. Vielleicht muss ich das richtige Buch erwischen. Dann geht die Tür auf, kann das sein? Ist das im Bereich des Möglichen?
Anscheinend ja nicht. Hä? Okay, wir sind in einem Raum. Kommen hier nicht raus, haben einen Germraum entdeckt. Können weder das lesen. Okay, jetzt. Gib das Passwort ein. Okay, I'm not gonna spend my whole life trying this. Wichtig. Erstmal Statement. Wir haben jetzt erstmal Angel. Angel. Ich verrät dem gerade. Wieder rot chaotisch, Bro, ganz klar safe. Oh mein Gott! When it light, yeah, okay. Okay, wir haben kein Handy mehr. Das ist natürlich scheiße. Wir haben kein Handy mehr. Und hier kommen wir auch nicht raus. Fuck. Oh, das ist gar nicht gut. Who's out there? Michael. Oh, thank God. Anna. Die ist Are tot. You all right? What the fuck? Auf sowas fallen wir nicht hinein. Auf sowas falle ich nicht drauf rein. Let me tell a really creepy story. Son of a... Let me out, you bastard! A really creepy story. Ja, erzähl mal. Wo wurden wir umgenockt? Irgendwo oben. Keine Zeit. Ist mein Handy noch da? Wo ist mein Handy? Ich höre aber, ich sehe nichts. Kodumun çocuğu, wo ist mein Handy? Liegt es hier auf dem Boden? Ist es unter mir? Wo ist das? Ich muss niesen. Oh,
Nerv mal nicht mit deinem Klingeln jetzt. Geh mal kurz auf Klo. Der Winde, nein, leider nicht. So. Künefe? Künefe 100 mal von 10, Digga. Wo bin ich? Ich glaube, ich muss runter, ja. Ja. In der Wand. Sag schon, Albo. Clementis. King, danke für deine 95 Bits, Bruder. Jetzt vielen Dank. Dankeschön, Bruder. Bruder, wo ist dieses hässliche Telefon jetzt? Das muss doch unter mir sein irgendwo. Irgendwo hier oder unter mir. Da bin ich behindert, Digga. Oder bin ich Engel oder was? Digga, Walla, ich dreh gleich durch, Mann. Hier ist es auch nicht.
Da ist dieses abgefuckte Missgeburt-Telefon. Anscheinend deswegen bin ich jetzt hier. Musik, was geht wohl jetzt? SP, alles gut? Ist Bandit geworden, jetzt wird versteckt. Eckstein, alles muss versteckt sein. Oh, ich kenne das noch. Das war von dem Lied. Eckstein, alles muss versteckt sein. War von dem Lied. Von einem Lied war das. Von wer? Von, ja, Mann. Da. Chat, er riecht Angst. Ich will Streichholz gar nicht anmachen. Irgendwas ist hier gerade auseinandergenommen worden. Eckstein, alles muss versteckt sein. Wie man sieht doch noch das kleine Menü rechts. Ach so, sorry, Bro. Entschuldigung. Dankeschön, dass du mich daran erinnert hast. Vielen lieben Dank, Bro. Über Kartons gestolpert. Ich muss den Scheiß anmachen, Digga. Ich sehe sonst nichts. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich sollte die ganzen Kerzen anmachen. Ich will halt die Scheiße sparen, Mann. Aber sparen ist wohl nicht. Highlight. I don't know. Ich weiß halt nicht wohin. Von irgendwoher kam das Geräusch. Irgendwas ist kaputt gegangen. Oder sei es, jemand ist drüber gestolpert. Ist ja egal. Aber irgendwas ist passiert. Was und wo? Das sind wichtige Fragen jetzt. Okay, vielleicht unten. Sollten wir speichern? Auch eine gute Frage. So, da hinten ging nichts mehr. Und da kommen wir gerade. Die Tür ging auch nicht auf. Wir gehen mal runter wieder. Und gucken mal, vielleicht hat sich unten was verändert. Kein Problem, ich bringe euch Klavierspielen auch bei. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Haben wir es jetzt? Anscheinend nicht. Eckstein, alles muss versteckt sein. Lalalala. Ich habe keine Ahnung wohin. Ich habe keine Ahnung, was. Das fehlt mir bei dem Game halt, dieser rote Faden.
Okay, das ist neu. Endlich, Handy. Sie sind überall. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Wir haben unser Leben gelebt und dann hat sich alles verändert. Einer nach dem anderen schwor seinem Glauben an unseren Herrn Jesus Christus ab, um einem fremden Gott zu dienen. Meine Kinder wurden entführt, mein Mann und jetzt... fühle ich mich so seltsam. Ich habe keine Kontrolle über meinen eigenen Körper. Meine Hände tun obszöne Dinge. Mein Mund spricht Worte, die ich nie zu sagen gedacht hätte. Satan ist hier. Wenn du das liest, ist es vielleicht auch zu spät für dich. Wenn du kannst, lauf weg. Sie ist tot, ich bin. Oh, oh mein Gott. Töte, was ist das? Jesus Christ! Ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir uns alle sicher sind, dass wir... Jesus. Oh mein goodness. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Sowas muss man nicht hören im Hintergrund in dem Spiel. Irgend so ein Pfarrer, so ein Priester muss jetzt kommen mit so Weihwasserflasche Kutsalsuyu durch Gegend schmeißen. Weihrauch. Weil das hier ist schon schlimm, Mann. Oh mein goodness. Anscheinend wir wurden beobachtet. Ich bleib lieber hier bei Kudubet. Okay, was ist der Plan? Wir haben wieder Licht. Draußen ist ein Kudubet-Viech, was uns hinterherjagt. Darkflame, was geht, Bruder? Die Frage ist jetzt, wie sollen wir weiter vorangehen? Ich meine, wir sind hier definitiv nicht allein, das ist uns klar. Ich höre was. Hört ihr das auch, das kleine Rauschen? Hört ihr das kleine Rauschen? Alter, wir machen hier auch an. Wichtig. Wir haben 20 Matches. Also, ich bin der Meinung, wir machen jetzt jedes. Hier in diesem Haus. Angel. Angel di Maria. So, was war ich für gewesen? Aha. Schlüssel gefunden. In seinen jungen Jahren war der ein Markierer, Digga. Angel di Maria. Leider falsche Tür. Wir haben einen weiteren Schlüssel ergattert. Sam Palavi, was geht ab? Oh, habe ich den Namen falsch ausgesprochen? Payabi? Sam, Bro. Wir sind gerade hier mitten in einer Verschwörung. Es werden Schränke hinter unserem Rücken gedreht. Wir haben die Pille schon geschluckt, Tablette. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Angel di Maria. Oh, Angel. Oh, oh. Das macht das Ganze aber auch spannend, wenn man nicht weiß, um was es geht, wenn man nicht weiß, hinter welcher Tür sich jetzt was verbirgt. Oder welcher Jumpscare auf dich wartet? Hier waren wir auch schon. Die Tür ist neu, glaube ich. Nein, die ist nicht neu. Hier haben wir einen Anruf bekommen. Ist nichts passiert. Geht was an den Büchern? Oder nicht? Nein. Vielleicht können wir hier ein paar Türen öffnen. Nein. Oh mein Gott. Ein Bastard. Ein Scheiß Bewegungssensor. Die Tür.
Oh nein. Oh my God. What happened here? Zick dir das. So. Ruhe und Frieden, Bajam. Ich hab dich immer gemocht. Ich hab dich tief in meinem Herzen immer geliebt. Ich werde dich in Erinnerungen behalten. Du liebst in meinen Erinnerungen weiter. Aber ich habe gerade echt gar keine Zeit für dich. Ich muss hier raus. Nein. Wie kommen wir hier raus? Dieses Geräusch. Der Mortuary Assistant. Super Game ist das eigentlich, gell? So, wir können uns den Trailer gleich anschauen, wenn du willst. Ein schön. Tamam, tamam, wie geht's zu Anna? Tamam. Ist es überhaupt Anna? Bajam, wenn du jetzt verschwindest oder irgendwie wegsteppst oder mir einen Jumpscare verpasst, ich verfluch dich. Wenn du dies liest, bist du bereits betroffen. Fühlst du dich komisch? Hast du das Gefühl, dass dein Körper die ganze Zeit wehtut? Der Dämon versucht bereits die Kontrolle über deinen Körper zu übernehmen. Es ist beinahe beendet. Du kannst sie noch nicht sehen, aber sie sehen dich. Sie sind hier ringsum, versteckt in deiner Nähe. Es gibt eine Kleinigkeit, die sie daran hindert, zu dir zu kommen. Wenn du sie siehst, lass sie nicht näher kommen. Es ist passiert und ich habe die Kontrolle verloren. Aber nachdem er meinen Körper für eine lange Zeit benutzt hat, hat er mich für eine Weile verlassen und dann habe ich meine Wahl getroffen. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Dieser Dämon erstickt mich, zwingt mich, schreckliche Dinge zu tun. Ich werde dieses Gift nehmen und alles auf einmal beenden. Vielleicht war das die ganze Zeit seine Absicht. Ist gut möglich, Bajam. Das werden wir nicht herausfinden können, weil du bist leider tot. Wir leben noch. Ja? Lass uns jetzt in gute Dinge verweilen. Lass uns mal drauf scheißen. Ja, da ist Scheiße gebaut, ist klar. Suizid ist echt nicht die Lösung. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass du zu solchen Mitteln gegriffen hast. Amenakodumon. Sikerim? Amenakodumon. Wallah. Beruhig dich. Wallah. Okay, Kapitel 1 überwunden. Ah, servus. Ich spiele jemand anderes. How did I get here? Kann das sein? Hello? Is anyone there? Oh nein, ich bin in meinen Gedanken oder irgendwo, oder? Wo bin ich? Schau einen kurzen Trailer an. The Mortuary Assistant. Der sieht geil aus. Ich hoffe, wir haben keine FPS-Jobs oder es leckt nicht so sehr. Trailer ist cool. So, large items ich weiß noch nicht. Are held if you're in your hands. Verkackt. Continue. Sagt man. Sikeller. Trailer ist super. Hey, bra, pass auf. Anatomie des Menschen. Bei mir seid ihr richtig. Hallo Ben, ich bin eigentlich Arzt, Moro. Das Game können wir mal zocken. Eigentlich Arzt.
So, am Kopf. Aha. Das Game können wir mal ballern. Wo ist das eine Bild, was ich da reingeballert hatte? Ja. So. Wir haben einen Kratzer am Extensor Hallucis Brevis. Wichtig. So, wir haben schon mal Kratzer entdeckt bei Extensor Hallucis Brevis, Digga. Wichtig. Aha. Am Extensor Digitorum Bravis ist nix. Dafür haben wir am Solius einen kleinen Punkt. Nein, am Perennois Longus. Perennois Longus haben wir einen kleinen Punkt entdeckt. Ist wichtig. Muss man natürlich darauf achten. Wir gehen weiter in die Gesichtsfraktur, Dinger. Was heißt Gesichtsfraktur? Einfach Gesicht Adam. Perennois Longus, sei bewichtig, Digga. Öle Pschedel, Digga. Können wir machen. Super Game ist das. Salam alaikum, zurück zum Thema. Wo sind wir hier? Sind wir eine kleine Illusion? Ach so. Oh mein Gott, ich hab Streichhölzer. Ich hab mein Handy wieder nicht dabei. Okay, rechts oder links? Okay, rechts oder links? Komm, wir gehen mal hier lang. Anscheinend Kerzen. Oh, ich glaube, ich muss mich verstecken. Das sieht genauso aus wie so eine Heiden. Nein, nein. Wieso geht das nicht auf? So, wir kommen von anderer Seite da rein. Dead of Night sowieso. Ich war immer Arzt, weißt doch. So, hier hinten geht nichts. Anscheinend, wir running, Alter. Anscheinend, hier gibt es gar nichts, Digga. Wir drehen um wieder. Ich hab mir letztens alle Folgen reingezogen. Schon geiles Game. Von Ding. A Dead of Night. Was hab ich dir. Ich glaube, du hast doch mal gefragt gehabt, welches Horror-Game bis jetzt das krasseste war und so. Kann es sein? Und ich habe erwähnt gehabt, guck dir bitte das an und sag mir dann dein Feedback, wenn ich mich recht entsinne. Da war doch. Sorry, da war doch was, oder? Ja! Anscheinend, ja. Eine. Wie fandest du, sei ehrlich, von 1 bis 10? Worth schon, oder? Krasses Game. We are running, 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 never, never, running, 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 never, never, loving, loving, loving. Nein, ich wollte links gehen. Extinguor. Oh mein Gott. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Mean? What the fuck? Langsam, should you make them bitum, Digga, walla. Langsam habe ich echt die Schnauze voll von diesem Hin- und Herlaufen. Dankeschön. Very, very, very things. Thank you. Assalamu alaikum. Kaffee. Können wir nicht öffnen. Kerze. Machen wir an. Haben wir 1000 Stück? Anscheinend können wir nicht anmachen. Wollte ich eh nicht anmachen.
Alle, ihr habt mir alle gar nichts zu sagen. Das mit dem Spionloch von der Tür, diese Jumpscares waren böse, wir sind wieder in den Backrooms. Digga, frag mich. Das Spiel war schon sehr, sehr, sehr gut. Also, at Dead of Night haben die wirklich krass gemacht. Das Zeichen des Kreuzes, der Name der Rose, wach auf. Alhamdulillah. Ich habe anscheinend einen Schlüssel. Du was? Das sieht schon krass aus. Also der Schlüssel sieht schon krass aus. Alter, wie das wackelt. Ja, wir haben jetzt einen Schlüssel gefunden, aber wohin? Vielen Dank. Hier gibt es also nichts. Fraglich. Kein Sticker, wie geht's dir, Bruder, jetzt? Können wir vielleicht irgendwie Stein, ne, Schlüssel, gar nichts. Ja, Bruder, wohin, Mann? Sind wir hier gestartet? Ja, das war unser Start. Bisschen gestresst, schreibe morgen linear. Oh mein Gott, Lag. Schreibst du morgen Lag? Verpiss dich. Kann deshalb auch gar nicht mehr im Stream sein, aber nur noch einen Monat, dann bin ich endlich mit meinen Klausuren durch. Ich hoffe es, Bro. Also Lag ist ja mal richtig widerlich, Digga. Verpiss dich. Hö. Ja, ich steh schön, mach Tür auf, Digga, was, was? Oh mein Gott, okay. Da ist was. It was supposed to be a fun night. I knew something was about to happen. Sometimes, your biggest dream, it becomes your biggest nightmare. Ja, tamam. Nein, ich bin fertig. Soll ich graben, oder was? Anscheinend, wir flüstern jetzt. Welcome to the family, son. Mr. Utsch, Digga. Nur nach, Digga. Salam. Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen, oder jetzt. Jungs, Leute, bedankt euch doch. Also, danke für euer Follow. Was geht ab und so? Wie geht's denn und so? Schreibt mal ein bisschen mit dem. Nicht? Der Jack ist gerade reingefollowt. Labyrinth, oh mein Gott. No, Bruder. Ich hab Knochen.
Nein, ich komme hier nicht weiter. Ich weiß halt nicht wohin. Das ist so ein Labyrinth ja an sich, klar, aber... Hier geht's auch nicht weiter. Ich glaube, wäre lustig, so er ist kurz sauberer. Was denn? Ja, da bin ich schlimm. Was denn? Harry Potter können wir zocken nächste Woche, wenn, oder morgen oder so, wenn ihr wollt. Keine Ahnung. Übermorgen, morgen, wie ihr wollt. Harry Potter ist ja kein Problem. Oder? Ich weiß nicht. Wie steht ihr dazu? Zu dem Thema Harry Potter. Ich habe die Bücher halt damals sehr gern gelesen. Mein Okan hat gesagt, nein, 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 Digga. Also ich werde es mir holen, sobald ich einen neuen PC habe. Hab mich sehr auf das Spiel gefreut. Ja, sowieso geil. So wie ich halt gehört habe, sollte halt schon ein bisschen langweilig sein. Also, dass man ziemlich das Gleiche macht durchgehend. Aber I don't know, ich hab's nicht gespielt, deswegen kann ich nicht darüber urteilen. Er scheint eine leere Kiste, ey. Oder Nere, Digga, wohin? Was soll ich machen? Jetzt endlich. Anscheinend, ich habe versagt. Was? Ich will wissen, ob das jetzt wirklich ein falscher Weg war. Ich sehe nichts, Digga. Ich sehe nichts. So, hier bin ich lang gegangen. Anscheinend wurden wir hier umgebracht. Ja, das ist der falsche Weg. Okay. Ja, Bro, was ist mein Ziel, Dicker? Walla, was ist mein Ziel? Wie komme ich da rein? Muss ich jetzt in die Hütte rein oder was? Hier auch falsch, hier auch falsch.
Irgendwas entgeht meinen Augen. Ärgerlich. Ich kann halt auch nichts anklicken. Ja, Avada Kedavra hat auch einen Cooldown. Du kannst nicht spammen, das ist auch ein bisschen Ding. Wo ist unsere Ausgangsposition? Gib mir mal die Ausgangsposition. So, wo ist meine Ausgangsposition? Wo habe ich angefangen? So, hier bin ich gestartet, glaube ich, oder? Wo bin ich gestartet? Das ist halt wieder das. Vielleicht auf den Stein da worüber. Stein, ehrlich. I don't know, Digga. Ist halt ein bisschen nervig, weil ich habe halt keinen. Ich kann ja nicht drauf. Ich habe halt keinen Anhaltspunkt. Ich weiß nicht, wo lang oder was. So, wenn ich wissen würde, was. Ich meine, jeder Normalo kann doch darüber klettern. Aber anscheinend, wir sind kein Normalo, wir sind extravagant. Nervig. Sehr nervig, Leute. Gibt nur den Ausweg vom Gudubed oder nicht? Vielleicht übersehen wir was. Wir sind speziell verloren. Ja, vielleicht müssen wir eine Kerze oder ein Streichholz anmachen. Er speichert. Also ich speicherte hier, weil ich. Ne? Ja, also es scheint mir so zu kommen, sofort zu kommen, dass es nur einen Ausweg gibt. Und das ist das von dem Gudubed. Aber wir kommen da nicht durch, weil er uns angreift. Vielleicht müssen wir was. Streichholz anzünden oder so, keine Ahnung. Egal, es hört sich auch Nonsens an. Aber I don't know. Auch nicht, nein. Er wird uns angreifen von da. Ich muss aber da durch irgendwie. Wie soll ich da durch, wenn er angreift? Vielleicht Feuersalz oder Fackel. Ich habe aber keine. Voll Labyrinth, ja, aber jedes Labyrinth hat doch irgendwie wenigstens einen Anhaltspunkt. Ich habe hier keinen Ausweg. Vielleicht von hier, sowas. Hier waren wir auch schon. Hier waren wir letztens. Heimdi da wif mal Latein am Ende da, weißt du? Gavau Murk. Wallah Gavau. Ich muss Gudu betriggern und dann wegrennen vor ihm. Geht aber nicht. Also ging nicht.
Es fing dich den Weg nicht mehr zurück, oder was? Ich komm nicht weg. Er ist stuck. Ich kann nichts machen. Er macht da und ich kann nicht laufen. Er macht da und läuft nicht. Hier. Muss ich warten, bis er kommt, oder was? Ich klicke einen Black Screen und dann läuft er und meiner macht da, in dem Moment kann ich mich nicht bewegen. Jetzt. Ich bin falsch. Go to zip. Okay. Voll schlecht gemacht. Eigentlich muss dieser Blackstream kommen, dann kannst du. Ja, voll schlecht gemacht, Bro. Voll schlecht gemacht. Das Problem ist, du hast keine Anzeichen, dass du überhaupt laufen kannst. Weil in dem Moment, als ich S gedrückt habe, hat sich nichts geändert für mich. Wohin? Aber wohin? In den Raum reinlaufen, Tür zu machen, alles klar. Ich hoffe, ich finde den Raum nochmal. Ich finde nicht mal ohne den Tipp. Weiß schlecht, schlecht gemacht. Also Labyrinth gefällt mir nicht. Wo ist die Tür? Hier ist die Tür. Okay, ich renne hier lang. Tamam, ich trigger ihn und dann gehe ich in die Tür rein. Sorry, Digga. Anscheinend das Kreuz hat geholfen. Wenn der jetzt nochmal kommt, wäre es ärgerlich, ne? Auch Michael. Endlich. Das Spiel ist bisher echt cool. Also der Anfang war echt sehr geil. Ne, die ganzen Jumpscares und so waren auch sehr, sehr cool. Aber nach einer Zeit kriegt man einfach. Also jetzt im Moment sage ich dir, wie es ist. Ah. Was für ein Problem hat dieses Haus mit Lampen? Das hat er jetzt schön heraus. Das hat er schön gesagt. Das hat er schön gesagt. Weil in jedem verschissenen Horror-Game haben die Geister, Dämonen Probleme mit Lampen. War das jetzt ein. Was für ein Problem hat dieses Haus mit Lampen? Keine Ahnung, Bro.
So, ich kann es nur aufmachen, wenn ich Licht ausmache. Was war das jetzt für eine Mechanik? Also was war das für eine billige Mechanik, dass ich Licht ausmachen muss, um Tür aufzumachen? Hier, yeah, ich mach nochmal aus. Muss jetzt bei jeder Tür Licht ausmachen, oder was? Jetzt geht Licht aus, nicht mehr an. Also, was war das? Charakter ticks safe. Scheint, ich muss Licht ausmachen, um Tür aufzubekommen. War da nichts, sag ich mal beschämt, oder? Ja. Das wird mir nicht aus dem Kopf gehen jetzt. Das sieht nicht gesund aus. Jay, I'm gonna come, Schlar, bro. Jay ist nicht mehr. Jay ist wild nicht mehr unter uns. My friend is dead. Now the only hope is find Anna. Boah, die haben dich echt mitgenommen, Bro. Ein kleines Opfer, um dein süßes und kaltes Herz zu erfreuen, mein Herr, mein geliebter Engel. Ich schwöre, ich stelle meine ewige Treue in deinen Dienst. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Danke, dass du mir das Licht zeigst. Zeig, dass meine Seele gehört dir. Digga, sowas zu lesen ist ja auch schwierig. Könnte ja fast eine Beschwörung sein. Denn sowas zu lesen ist ja für mich dann auch schwierig, gell? So, weil ich lese ja. Ein kleines Opfer für dich. Danke, mein Herr. Und so, Dicker. So, für mich ist es ja auch Dings. So in real life jetzt, weißt du? Alter, verschickt man. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Komm und find die richtige fucking Tür jetzt wieder. Oh mein Gott. Wo ist der nächste Jumpscare? Komm. Gib ihm. Die direct in my face. Assalamu alaikum. Anscheinend nichts, die Tür geöffnet. Ein Altar. Aha, Blut. Oh mein Gott. Jay. Jay? Is that you? Oh Jay, oh, oh Jay. Dieser Bibel fehlen 7 Seiten. Finde sie, um zu erfahren, wie man sich dem Dämon stellt. Wo soll ich jetzt Seiten finden? Seiten! Ich brauche 7 Seiten. Ich komme schon von den Seiten und bringe ich mir die 7 Seiten. Das ist alles andere außer Jay, meinst du? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Jay und ich, wir sind nicht mehr so cool. Ich mag mich irren. Ich glaube, Jay ist nicht mehr so gut auf uns anzusprechen. Liegt im Bereich des Möglichen. Ich höre Klimpern. Gute Bett, Jay. Wie habe ich. Ich habe Ockern seine Stimme gerade gehört, wie er sagt: Ey, Zeiden! Ich habe gerade innerlich Ockern seine Stimme gehört, wie er sagt: Ey, Zeiden! Böse von Zeiden! Jay hat sich verändert, alle sagen, Wallah, er ist abgehoben. Anscheinend, er hat sich kurz links. Er hängt 180 Grad, Mensch, von Fuß auf den Dings. Auf den Decke, Digga. Und dann, er hat sich verändert. So, ich stehe in Seide. Ich schau keine Seiden. Ich stehe hier drin, aber ich stehe hier drüben. Auch nicht.
Vielleicht um Eck herum. Auch nicht. Tür geht nicht auf. Dann gehen wir mal hier rein jetzt und gucken auch mal rein. Auch nix. Wieso auch? Wieso auch, Bisch? Hey Jay. Da unten klimpert was. Was da? Was klimpert hier? Nix. Guck mal, Jay. In der Vergangenheit kann sein, dass wir ein paar Auseinandersetzungen hatten. Aber liegt es im Bereich des Möglichen, dass wir beide uns mal uns hinsetzen, wie zwei Erwachsene, und es klären? Weil ich kann mir vorstellen, du hast da gechillt abgehangen und so und ich habe dich gestört. Ich würde es wieder gut machen wollen, Jay. Wenn du einfach mal gechillt dein Leben chillst, chillt. Ja, nimm das doch, geht nicht. Wir speichern. Anscheinend eine einzigartige Mechanik. Spiel Piano, damit du Game speicherst. Schon krass, Psche. Schon krass, Psche, ja. Anscheinend Tür zu. Mama Lauwei. Ich suche Seiden von Seiden. 7 Stück suche ich von Seiden. Von Seiden suche ich Seiden. Aber ich habe nicht gefunden, nur die Zeiten. Deswegen laufen wir durch tausend Ei und suchen Parteien. Der, wo? Ludovico, Einaudi. Eindeutig. Das ist doch muy importante. Geht auch nicht auf. Zeiten, Zeiten, Zeiten. Herr Dolombo! Sieben Seiten fehlen, komm mal her. Nein. Angel Di Maria. Ich finde hier keine Zeiten. Vielleicht hier auf dem Boden auch nicht, Digga. Ja, Moruk. Wer denn? Von wo? Was, was? Wie viele? Wer? 3. Earth Goblins, dies, das. Nee, keine Ahnung. Ich sag, was ist? Ich hab gar keine Ahnung. Servus Jay, vorhin habe ich dich im Gang gesehen. Bist du am Chillen oder bist du am Abhängen? Hängst ab bisschen. 7 Seiten der Bibel fehlen uns. Nerede denn, Bulacaz? Dings, ich glaube Jay hat im Keller Bibel gelesen. Ist gut möglich. Aber ich weiß halt nicht, wo ich. Aha. So. Tamam da moruk.
Keine Ahnung. Und weiter runter kann ich nicht im Haus. Kein Ahnung. Ups, sorry. Ja gut, was machen wir jetzt? Bleiben wir hier, gehen ein Buch suchen oder wie ist das? Guck mal, siehst du das? Das knackst die ganze Zeit. Ein Grafikfehler. Einfach ein Gamefehler. Hier fehlt ein Schlüssel, ich glaube den gab es in dem Raum, wo Jay abgehangen hat. Ach so. Drei. Hey, 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 Jay! Ich bin auf dem Weg, bra! Ich bin auf dem Weg. Bra! Ja, wir haben doch den Schlüssel geholt von hier. Den Schlüssel haben wir geholt. Wir sind dann in den Bibelraum. Wir haben damit den Bibelraum geöffnet. Und haben die Bibel dahin gelegt. Mehr geht nicht. Wo war der Raum jetzt? Nein, hier hinten. Wir haben den Bibelraum geöffnet. Irgendwo war der Raum. Gott, hier. Hier haben wir den Bibelraum geöffnet und dann waren wir hier. Aha, da ist ein Schlüssel. Ja, Digga, woher soll ich das wissen? Wallah billah, ja. Nächste, Jay. We got a key. Hey, hey, Jay. What is your name? It's Keller. Because my guts saying this. Aber wir sind falsch, oder? Drei. Ja, wir sind falsch. Zum Keller geht's hier lang. Drei. Ah, oh mein Goodness. Salam alaikum. So, wir sind. Wir haben uns hier versammelt, um den Abgang von Jay zu betrauern. Jay war ein super eleganter Freund damals. Oh, der war ein Hammerfreund. Bombenfest. Der hatte immer was auf dem Eimer, Digga. Oder immer was auf dem Kasten. Der hat immer was in dein Kiste drin gehabt, der Jay. Der hat geklappert wie ein Kette. Super Typ. Der Jay war ein super Typ. Getrunken hat er wie aus dem Fass, ich schwör dir. Oh, oh, oh. Das war eine Kante. Jay war eine Kante. Wie ein, aber dann hat ihn verschlagen wie ein Brett, ist er umgekippt. Brutal. Und dann war er drin in Kisten selbst. War in der Kiste selbst, war er drin, der Jay. Ananas ist Kim Jay, Amuna Körnbach. Ananas Cherim. Jay, help me. Sikerim, help dir selber. Perek, du bist schon tot. Free my soul from this place. Wait. Jesus. Yeah. All these things are real. Yeah. Salam alaikum. My mom always tried to teach me about. Salam alaikum. I hope it's not too late. Inch. Ein Scheinschlüssel. Jay, was willst du von? Jay lässt uns nicht in Ruhe. Salam alaikum. Direkt anmachen. Gar keine Zeit.
anscheinend Mine. Ende der Welt, mein Kind hasst mich jetzt. Er sagt, ich sei ein Feind der Offenbarung. Ich weiß, meine Zeit ist vorbei. Sie wollen mich töten. Wie sie es mit vielen anderen getan haben. Jetzt dienen sie dieser Abscheulichkeit. Ich bitte Gott, ihnen zu vergeben. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind nur Kinder. Oh. Wichtig. Oh, Baphomet. Bro, das hört sich an wie so ein Endkampf, gell? Oh, der Ankunft meines Herrn, wir waren alle Sklaven des Sohnes Davids. Wir wissen, Schiff zickt mit deiner Dunkelheit. He created this place to praise the devil? Yeah. How many lives were took on this insanity? Anscheinend, er realisiert es erst jetzt, dass das mit einer Sekte zu tun hat, die den Teufel angebetet haben. Anscheinend, wir speichern wieder. Diesmal kein Klavier. Tür ist aufgegangen, einfach so. Stabil. Die Musik ist creepy, Digga. Wieso ist aber dann überall den Kreuz? Sieben. So seid nun Gott untertänig. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Gott widersetzt sich den Stolzen. Hier, haben wir genommen. Eins. 1 von 7. Ich weiß, es wird gleich ein Katzen-Maus-Spiel. Irgendwas. Oh nein, das Kind wird mir hinterherrennen, habe ich doch gesagt. Jetzt verstehe ich, wieso an den Türen auch Jesu Christo ist. Jetzt verstehe ich, wieso an den Türen auch Kruzifix ist. Jetzt realisiere ich das. Da ist wieder der kleine Gudubet. Und ich muss in Tür rennen, damit er Angst hat vor Jesu Christo. Oh, 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 ist doch kein Problem. Hammer. Oh, Jesus Christo, beschütze mich. Ah, Jesus. Er wird es Schmerzen empfinden. Danke. Dankeschön. Die Mechanik ist echt schwach. Also die Mechanik in-game ist sehr schwach. Tür ist blockiert. Ja. Der Diener ist mein Herr, dies ist. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts machen jetzt. Wollen wir das nicht nehmen? Anscheinend, wir wollen das nicht nehmen. Anscheinend, wir rennen lieber dahin, wo Geräusche kamen. Oder manchmal.
Okay. Darkan, dankeschön für deinen Sub, Bruder. Vielen Dank. Clementis. Dankeschön für deinen Sub. Vielen lieben Dank. Danke für deinen Support. Okay, ich bin jetzt hierher gerannt und hier gibt es nichts Wichtiges für mich. Außer ein Schädel. Okay. Weggelegt. Ein Brecheisen. Okay, ein Brecheisen. Kann ich da mich die Tür aufbrechen? Ja, wohin? Ich habe keine Jesu Christo Tür. What's this, man? What's this? Hier ist Jesu Christo Tür. Okay, Schwachsinn. Muss dahin, das anklicken, dann schreit er wieder rum, so behindert. Heide, 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 Bro. Auf geht's, Moro. Beweg dich. Zup. So, Jesus Christo. Ach. Oh, I don't know, Digga. I don't know. Ich habe mich umgedreht und er kam direkt, hat mich genommen. Digga. Hast du bald, hast du bald. Oha, King. Das war echt nicht cool, Mann, King, wallah. Diese Mechanik feiere ich nicht. I don't know. Ich feiere die Mechanik einfach nicht, dass wir dann eine Tür zu machen und er dann weg ist. Ich weiß nicht. Ich hätte halt mehr Interaktion. Ich hätte mir halt mehr Interaktion erhofft. Ist das eine Jesus? Nee, das ist keine Jesus-Tür. Irgendwas ist aufgegangen oder zugegangen. Ja, nehmen wir mal an, da vorne spawnt er wieder. Wohin? Oder nehmen wir mal hier vorne spawnt. Er speichert schon wieder. Er speichert schon wieder. Wieso? Gibt es eine Tür mit Kreuz? Also mit Kruzifix dran? Nein. Die Tür kriege ich auch nicht auf. Also muss ich irgendwo eine andere Tür finden mit Kreuz drauf. Ist doch voll die blöde Mechanik.
Ja, Digga. Das mit der Tür ist schon ein bisschen Maum gemacht. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das jetzt nicht so. Trocken schlecht. Ja, es geht nicht, Bro. Ich meine, du bist doch mit deiner Ex zusammen gewesen. Du hast dich irgendwo selber beleidigt. So, I don't know. Ich finde die Mechanik nicht cool. Kriegen wir jetzt einen Bolzenschneider oder irgendwie einen Hammer oder so, um das kaputt zu machen? Was ist das? Ach so, ich muss dann hier reinkriechen. Ja, guck mal, das ist doch doof gemacht. Ich muss später da reinkriechen und dann die Tür zu machen. Oh, das ist doch doof, Mann. Und wann kommt der Sibberisches? Stopp, warte, wir haben einen Schlüssel, vielleicht können wir die Tür aufmachen. Augenblicks, ich bin genauso am Morgen ohne Kaffee oder ohne Sport, aber. Ja, gut, mich macht es ja nicht stören, aber ist ja deine Ex-Freundin. Okay, das ist auch ein Ding. Schlüssel für die Tür da hinten vielleicht. Die Mechanik finde ich nicht cool. Sage ich, wie es ist, finde ich nicht cool. Wir haben erst 2 von 7 Seiten, Moruk. 2 von 7 Seiten. Ja, ich mein's ja nicht böse, Bro. King, du weißt doch, ich mein's nicht böse. Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott. Was war das jetzt? Also was war das jetzt?